Salami, Zahnseide, Pepperoni, Leberwurst, Avocado. Liebe dich selbst, aber wasch dir danach auch deine Hände. Es war gerade so schön ruhig. Unser kleiner FFH. FFH was? Fachkraft für Handbumsele. Er hat das nicht wirklich auf seinem T-Shirt stehen. Oh doch, und er trägt es sogar mit Stolz. Hey, 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 dafür braucht man jahrelange Erfahrung und regelmäßiges Training. Ja, nee, ist klar. Sag mal, hast du eigentlich einen Bachelor oder einen Master? Doktor, meine lieben Freunde, Doktor. Ist das jetzt zum Lachen oder eher zum Weinen? Natürlich beides. Wie bitte? Na, erst lachen Sie, wenn ich das erzähle. Verrückt. Und wenn ich es zeigen möchte, dann fangen Sie an mit Weinen. Und ich habe mich gerade zweimal innerlich übergeben. Wusstest du eigentlich, dass jeder Deutsche im Jahr ca. 104 Mal Bumsele hat? Oh, was? Ist so. Also wenn ich den erwische, der da für mich mitbumselt, dann hau ich dem eins auf die Nase. Mhm. Mitbumselt? Er meint... Darf man hier noch nicht mal das Wort sagen oder was? Naja, eigentlich heißt es ja Geschlechts... Oh. Geht scheinbar auch nicht. Scheint so. Was für Ausdrücke gibt es denn noch? BB. Was ist ein BB? Busenbumsele. Ja, hätte ich mir denken können. Und nach diesem BB hat man meistens immer die Nase voll. Ich glaube, das wäre sogar mal ein guter Anmachspruch. Nein, wäre es nicht, du eingehülltes Monchichi. Oh doch? Hey du da, Schardoline, Balthasar, Schnuffeltuch. Wollen wir mal beide ein BB machen? Schardoline, Balthasar, Schnuffeltuch? Also wenn du jemanden findest, der wirklich so heißt, dann sagt sie nicht nur ja, sondern fragt auch noch wie oft. Meinst du wirklich? Aber ja doch. Geh am besten schon mal los und such sie. Alright, alright, alright. Denk an die K.O.-Tropfen. Mach dir keine Sorgen. Die trinkt er immer selber. Ach so. Na dann. Achenitschki? Ja? Vergiss deine Viagra nicht. Morgens eine halbe und abends zum Schlafen eine halbe. Ja, mach ich. Und warum immer früh und spät eine halbe? Na, morgens dafür, dass er sich nicht auf die Socken pullert. Macht Sinn. Und abends, damit er nicht aus dem Bett rollt. Ja, das auch.